Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen eine Runde Castle Story, ein Spiel, das ich euch wirklich ans Herz legen kann. Es ist noch Early Access und es ist Version 0.2.3. Ich freue mich eigentlich, sie kündigen schon die ganze Zeit die Version 0.3 an mit ein paar neuen Features und ich hoffe, dass sie demnächst jetzt dann rauskommt. Aber ich möchte euch das Spiel einfach mal zeigen. Es ist ein wunderschönes Survival-Spiel. Und wir probieren hier ein bisschen mal zum Überleben. Ich habe es schon ein bisschen angespielt. Es gibt irgendwie gerade nur Survival Hard. Hä? Ach, okay. Ich mache ein neues Survival. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt... Habe ich hier irgendwas verstellt, oder? Nee. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie lange ich überleben kann. Aber irgendwie hat er mir das Ganze jetzt... Survival. Ja, dann werden wir... Ah, ich möchte eh ein neues. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, wir steuern im Prinzip diese kleinen, netten Männchen und es ist immer so, am Tag bauen wir alles auf, in der Nacht kommen die Bösen. Und wir schauen uns das Ganze hier mal an. Wir nehmen den ersten gleich hier mal. So, und welche Karte haben wir? Wir brauchen irgendwo eine Mine. Da hat es die Mine. Und schicken den ersten gleich hier hin. Na? Bist du unterwegs? Ja, er ist unterwegs. Den zweiten nutzen wir hier gleich mal. Der soll nämlich für uns bauen. Nämlich, wir brauchen ja irgendwas, wo der die ganzen, wo der das ganze Zeugs entsprechend hinbaut. So, da schnappen wir ihn hier. So, läuft alles noch ein bisschen arg langsam. Was ist mit Babu? Babu geht irgendwie nicht. Der hat irgendwie keine Lust heute. Der hat Feiertag. Ja. Dann nehmen wir hier noch einen und basteln hier noch ein bisschen die Möglichkeit, ja, hier ein bisschen Holz abzubauen. So. Das darf Babu machen. So, was ist mit dem hier? Dem haben wir eigentlich schon ange... Ach, wir brauchen ja unser Holz, damit das Ganze hier direkt gemacht werden kann. So, und ihn nehmen wir hier direkt gleich. Also wir müssen im Prinzip unseren Blauen hier verteidigen. Und den nehme ich jetzt hier gleich, um das Ganze mal ein bisschen abzusichern. Das heißt, wir machen hier uns unser schönes Castle. Ja, nicht zu groß am Anfang, wir können es ja immer noch vergrößern. Einmal... Oh, falsch hingebaut. 2, 3, 4. Dann gehen wir hier in die Kurve. So. 2, 3. Machen wir das Ganze hier ein bisschen... Und wir haben am Anfang, gerade in der ersten Nacht, haben wir wirklich wenig Zeit. Weil die ersten 14 Minuten gehen verdammt schnell vorbei. So, wie weit sind wir hier? Ah, da waren schon die entsprechenden Sachen hier gebaut. Der holt sich auch das Holz. Baut hoffentlich dann hier gleich... Bobbel! Genau. Baut das hoffentlich hier dann schon alles schön gleich auf. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Und meistens ist es eh so am Anfang. Ich verbaue mich irgendwo. So, hier noch einen drauf. Zack. Wir brauchen ja irgendeinen Rückzugsort, wo wir unsere kleinen... Wie heißen die eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, wo wir sie zurückziehen lassen können. So, ich brauche noch eine Tür hier. Ich sehe das immer so schlecht. Zweimal rüber, rechte Taste. So, haben wir gebaut. Und dann können wir weiter die Strukturen bauen. Es ist am Anfang wirklich nicht einfach reinzukommen. Gerade die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn wir es einmal kapiert haben, wie es so läuft, dann ist es eigentlich
wirklich nicht schwierig. So, wie viel Zeit haben wir noch? 11 Minuten, bis die erste Angriffswelle kommt. So, hier noch ein. Und es wird halt eben auch von Nacht zu Nacht wird es auch immer schwerer. Und halt eben die Angriffe auch zum Überleben. So, damit wir nachher auch auf unsere Mauer hier wieder drauf kommen, baue ich hier gleich mir eine Treppe hin. So, die kann ich ja dann nachher noch ausbauen. So, unser Häuslesbauer ist soweit gut. Dann machen wir hier noch entsprechend weiter und bauen noch ein 4 Fässer hin. So, da werden natürlich nachher die ganzen Angriffe auch schön kommen. Das heißt, hier würde ich eine schöne Mauer reinziehen. Und hier nutzen wir das Gelände jetzt noch ein bisschen, um unser Lager noch ein bisschen weiter auszubauen. So, 1, 2, 3. Und wenn das gemacht ist, wie sieht's aus? Können wir schon irgendjemand herholen? Wir brauchen irgendeinen Verteidiger. Jawohl, haben wir. Das heißt, wir nehmen einen Verteidiger, der nachher unser Häuschen hier auch verteidigen soll. Und den zweiten können wir noch gar nicht bauen. So, und unser Holzi, der macht hier wirklich alles. Wir müssen jetzt gleich wirklich viel stärker auf unseren Hausbau hier gehen. So, das ist Baumeister. Ja, hoffen wir, wir überleben das Ganze. Ah, jetzt ist da oben was frei geworden, dann kann er da das Holz abladen. Aber ich sollte ihn eigentlich vielleicht, anstatt hier, das Holz können wir ja noch brauchen, verschieben wir das Ganze und bauen das Ganze erstmal hier oben ab, ein bisschen. Es ist sehr, sehr nett gemacht. So. Der baut unser Schloss weiter. Ich habe es vielleicht jetzt am Anfang hier auch ein bisschen zu groß gemacht. Aber ich denke, wir werden die letzten 5 Minuten dann nehmen, dass ich wirklich alle auf den Schlossbau ansetze. Und nicht, dass wir dann die nächste Nacht dann hier eine Mauer einziehen. Und vielleicht hier unten, da ist ja... Also hier kann man es ja wirklich schön machen, da würde, glaube ich, keiner vorbeikommen. Und dann noch hier oben in der Schräge eine Mauer zu bauen, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen schauen wir... Oh, da oben hat es nochmal einen Stollen. Und wir können noch einen... Na, können wir noch nicht, schade. So, dass wir sagen hätten können, okay, hier gehen wir direkt noch einen zweiten zur Verteidigung. Wie viel haben wir noch? 7 Minuten. Oh, wir haben noch mal wieder eins bekommen. Na, schade, noch nicht. Ihr seht auch, ich habe noch ein bisschen Problem mit der Steuerung. Ich habe jetzt die letzten paar Tage ein bisschen zu viel WoW gespielt. Und ja, da ist man ein bisschen verwöhnt, wenn man, ja... Oder nicht verwöhnt, man ist halt seine normale Steuerung gewohnt. So, den schicken wir jetzt hier. Der soll auch noch ein bisschen beim Burgenbau helfen. Und hier entsteht schon wieder ein neues. Können wir schon bauen? Nein, wir können noch nicht. Also gerade wenn er hier in der Mine halt eben so blaues Gestein sammelt oder wir jemanden töten, können wir neue ja, Leute für unsere Mannschaft halt entsprechend anwerben. So, wie sieht's hier aus? Kann ich hier schon anfangen, meine Mauer zum Basteln?
noch nicht ganz. Naja, ich kann ein bisschen schon mal anfangen, hier das Ganze zu gestalten. Ich möchte natürlich schauen, dass ich in der ersten Nacht natürlich wirklich hier meine eigenen ein bisschen beschützen kann. Dass ich sage, hey, kommt alle bitte hierher. Und ja, seht schon, friedlich. So, hier ist unser Berg. Holz haben wir langsam wirklich echt genug, fast schon. Und deswegen setze ich ihn jetzt auch entsprechend ein. Er soll auch helfen hier. Ja, bring das noch zurück und dann helf mit beim Burgenbau. So, ich schaue schon mal hier, wie es hier aussieht. Dann muss ich mir das Ganze ein bisschen... Hier geht's hoch. Das heißt, ich würde sagen, ich baue die Mauer einfach direkt hier dran. Da können wir noch nichts, weil hier noch der ganze Schrott ist. Wir werden auch nachher entsprechend noch einen Schrottsammler uns entsprechend hinstellen. So, wie sieht's hier aus? Ich muss mir das in der Seitenperspektive. Also hier geht's ein bisschen nach oben. So, hier bauen wir dann wieder unsere Tür, damit unsere Arbeiter später auch raus können. Na, da können wir auch noch einen reinsetzen. Hier unten auch noch. Damit die nicht einfach von unten vorbeilaufen. So, und habe ich mich hier... Ja, hier habe ich mich gnadenlos gebaut. So, schauen wir nochmal. Ah, hier können wir noch eins reinbauen. So, und hätte ich den hier natürlich auch ein bisschen schöner gebaut. Na, fail. Naja, geht trotzdem. So, es sind noch 3 Minuten bis zur ersten Nacht. Irgendwie werden wir die schon überleben, sieht so aus. Haben wir hier noch die Möglichkeit? Nein, wir haben keinen. Hier können wir auch noch nicht weiter bauen. Ja, braucht einen Aufräumer Platz. Das mache ich hier gleich. Gerade später, wenn sie dann auch unsere Mauern entsprechend einreißen, ist ein Aufräumer dann immer wichtig. Das heißt, den setze ich hier direkt in die Mitte an. Und schaue jetzt, dass ich den wirklich groß mache. Nein, nicht speichern. Ich will hier eigentlich... Return to Game. Genau, ich möchte den entsprechend hier ansetzen. So, 2 Minuten noch. Bis zum ersten Angriff. Unsere Mauer sieht eigentlich nicht schlecht aus. Also da kommen sie auf jeden Fall nicht drüber. Über so einzelne können sie drüber hüpfen. Aber über den zweiten kommen sie nicht drüber. Sollen wir ihn noch weiter sammeln lassen? Er holt echt nichts. Ah, ich kann einen bauen. Jawohl. Da haben wir einen. Und den setzen wir einfach bei uns hier direkt oben auf die Mauer drauf. Richtig so Humpty-Dumpty-mäßig. Dass er von oben entsprechend verteidigen kann. Sehr schön. Ja. Kann ich noch einen bauen? Nein, natürlich nicht. 1 Minute 52. Ihn lasse ich am besten ein bisschen so... Von oben hier. Nein, du bleibst oben. So, habe ich hier die Möglichkeit... Ah, ich hab schon eine dritte Wand. Sonst hätte ich jetzt gleich gesagt, machen wir hinten gleich noch ein bisschen noch höher. Dass er einfach auch einen schönen Ausblick hat.
Aber ich setze ihn natürlich dann... Nicht da drüben. So. Ich setze ihn natürlich auf den höchsten Punkt, damit er halt eben auch eine schöne... einen schönen Schusswinkel hat. So, 50 Sekunden noch bis zur ersten Nacht. Und es wird spannend. Wie weit ist unser Radius? Ja, so reicht es. Okay, 27 Sekunden. Wir haben 6 Leute. Oh, ich hoffe, es überlebt jeder. Also wenn die Musik kommt, da habe ich echt dann irgendwann echt so richtig Bammel bekommen. Okay, alle zurück. Ihr kommt zurück. Du auch? Ah. Na toll, der Karl-Heinz hat mal wieder seine Probleme hier zum Hören. Na, danke. So. Okay, und wir müssen 10 Minuten überleben. 3 Gegner kommen. Da hinten läuft schon der erste. Ein Schuss, kein Treffer. So. Den haben wir umgenietet. 2 bekommen wir. Jetzt sollten wir natürlich hier noch entsprechenden Angriff machen. So, und schieß auf den hier. Genau. Zack. Komm. Oh komm, du hast freies Schussfeld. Lassen wir den angreifen. So. So, danke schön. Die Nacht scheinen wir überlebt zu haben. Dann gehen wir hier gleich und sagen, okay, du räumst auf, du baust und du hackst hier ein bisschen Holz. Obwohl, Holz haben wir eigentlich genügend. Wir brauchen jetzt hier die Baumeister. Ja, den habe ich zum Axten. Dann legen wir hier einen zweiten drauf. Und ja, einen weiteren kann ich noch nicht bauen. Aber ich nehme das Ganze hier und dann bauen wir jetzt hier die erste Außenwand. Einmal. Dann kommt hier wieder unsere Tür. 1, 2. Und hier setzen wir entsprechend unsere Außenmauer an, damit hier auch wirklich keiner außen an uns vorbeikommt. So, schauen wir es wieder in der Perspektive an. Und natürlich habe ich mal wieder komplett hier... Oh mein Gott! Habe ich mal wieder komplett dran vorbeigebaut. Es ist echt... Ja, wie man halt die Perspektive hier gerade sieht, manchmal ist es... Ist es wirklich ein bisschen verwirrend. So, hier brauchen wir noch unsere Mauer. 1, 2, 3, 4. Und dann eine Tür. Da brauchen wir das Handwerkzeug. Zack. Andersrum, so rum. Dann ist es eine gute Tür. Und dann noch eins weiter hoch. So. Hier einmal drüber. Einmal, zweimal.
Jetzt hier noch unseren Abschluss hinmachen. Und dann können wir hier auch schon entsprechend unsere Mauer dann einen Aufgang für unsere Verteidiger drauf machen. Ich denke, da werden wir auch nicht so. Also eine Vierer-Mauer sollte eigentlich schon ausreichen. Und dann baue ich mir hier eine Treppe hin. Wie rum? Ich glaube, ich mache es so rum. 1, 2, 3, 4. Und hier oben entsprechend mache ich mir so einen leichten Überhang hin. Aus dem Grund dann können meine Schützen gleich ein bisschen noch nach vorne gehen, ohne dass sie direkt angegriffen werden. Oder getroffen werden können, so muss man sagen. 3. Da fällt noch ein einzelner. Und hier auch noch der 3er. Ich hoffe, jetzt war ich nicht so unintelligent. Nee, geht perfekt. So, die nächste Welle kommt dann auch schon in 4 Minuten, aber ich denke, das war's jetzt. Ja, für die erste Runde war nicht schlecht. Wir haben gut überlebt. Ja gut, erste Runde. Und was machst du? Auf was wartet denn der hier? Toll, da passt mal einmal nicht auf. Ach, das ist unser Aufräumer. Wie viel Holz haben wir noch? Wir haben genügend Holz. Dann schicken wir den zum Türchen machen. Oh, und wir bekommen auch schon Gold, damit wir hier schöne damit wir hier schöne, wie nennt man das? Fackeln machen können, genau. Ja. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde zur Welle 2. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.